Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir sind gerade damit beschäftigt, die Gegend etwas zu sondieren. Also, wir sind im Schlund angekommen. In den Glutfängen. Nein, der Schlund kommt noch. Entschuldigung. Okay, hier unten ist ein See, der von Schatten bewacht wird. Hier oben sind Schatten im Weg. Die weiß nicht zu sehen sind. Da sind sie und da sind sie. Ja. Und ich habe nicht so das Gefühl, als ob wir da lang weitergehen sollten. Oh, und da sind schon wieder Schatten, die... Ah, böse Schatten werden schwarz. Gut. Jedenfalls ein Teil von ihnen. Ach, ein Ben hier. Okay. Also ja, Taktik ist jetzt erst einmal, hier den Weg zu erkunden. Hier ein Stück und dann geht's ja jeder hier hoch. Dann können wir die beiden Monumente einnehmen. Wo ist das Stein? Da ist der Stein. Und da müssen wir halt gucken, dass wir hier unten das Aria einnehmen. Also erstmal unsere Steinproduktion, dann unsere Aria-Produktion hochfahren. Und da ist mit ein paar Türmen absichern. Und ja, dann können wir uns mal um die Schatten, die so herumstreuen, kümmern. Viel zu viel. Vorsicht, Au. Gegner! Genau, Lena, lass sie mal verhauen. Gut, so einzelne Schatten, die hier einfach mal random aggressiv werden. Gegen die sollten wir viel machen können. Und da geht's auch noch wohl lang. Ach, gucken wir erstmal noch da lang. Wir werden angegriffen. Runenkrieger zu mir! Da kommt Lena. Stand halten, Männer! Heile ich uns beide mal ein bisschen. Wie gesagt, hier sichern.
Also ja, solange es nur einzelne Schatten sind, können wir das mit unseren Helden ganz gut sichern und unserem Avatar. Ich da gerade nicht was Rotes gesehen oder habe ich es mir eingebildet? Ah, ich glaube, hier unten ist auch ein Knoten, oder? Ah Mann, wenn ja, da ist er wieder ganz toll versteckt. Okay, gut, wir fangen jetzt erstmal mit der Beschwörung an. Erst Heroes. Nee, erst Arbeiter, dann Heroes. Ich weiß nämlich noch, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ist auch schon Ewigkeiten her, deswegen erinnere ich mich nicht ganz so gut dran, aber ich habe eine Methodik gehabt, und da ist das Bannfeuer übrigens. Die nicht sehr gut funktioniert hat, eher mit Brechen und Biegen. Hier bin ich, ja, Meister. Meister. So, ich hoffe mal, die Schatten bleiben jetzt noch eine Weile unaggressiv. Das würde mir sehr helfen. Das ist ein Hinterhalt. Und ja, das ist halt Wir so die werden Sache, angegriffen. es respawnen random Ge Schatten. Also nicht Gegner, sondern Schatten. Daran kann ich mich noch einigermaßen erinnern. Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern, bis zu welchem Punkt die random respawnen. Und auch nicht mehr, wie sie aggro werden. Alles, was Bin ihr schon wünscht. da. So, ihr baut mir gleich einen Steinbruch. Hier so an die Seite. Dann kann da der Steinmetz nämlich hin. Meister, das Gebäude ist fertig. Okay, da werden sie wieder aggressiv. Diesmal haben wir aber zum Glück Heroes, die helfen können.
Wobei wir zwei auch alleine schaffen würden. Runenkrieger zu mir! Deswegen wäre die Hero schon mal hier runter schicken können. Da wir spawnen gleich schon wieder in Schatten. So, 5 neue Arbeiter. Gleich 6 am besten. Damit wir nämlich gleich den Steinbruch hochziehen können, sobald wir das kleine Haupthaus gebaut haben. Und ja, die Schatten sind grundsätzlich Level 20. Ich dachte, sie wären 18, aber sie sind... Meister? Ich gehorche. Runenkrieger zu mir! Meister? Ein Monument sofort, verliert sofort seine Kraft! Das hier rum ist jetzt nicht so nett. Sie besetzen ein Monument! Alles, was ihr wünscht! Linien müssen halten! Wie viel Schaden machst du denn? Ach, nicht viel, okay. Ein Monument verliert seine Kraft. Also so viel Sorgen brauchen wir uns jetzt zum Glück nicht machen. Verstärkt die Deckung! Runenkrieger zu mir! Meister? Ja. Wie gesagt, wenn zwei uns angreifen, brauchen wir uns auch nicht so viele Sorgen machen. Wir werden angegriffen! Ich wäre noch froh, wenn der Schatten weggehen würde. Habt Geduld, Meister. Standhalten, Männer! Komm heim, Alena. Genau, dann kann sie etwas helfen. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich gehorche. Ich eile, Meister. So, als nächstes die Aria-Schreine. Das heißt, wir brauchen gleich nochmal 5 zum Aria sammeln. Bin ich, Meister? Ja! Oh, die haben da unten wieder einen Schatten erledigt. Dann errichten wir hier 3 und hier 3 Türme und dazwischen 2 so Schlaftürme. Dann sollte das da unten geschützt sein. Sollten aber auch hier oben schützen. Oh.
Sie tun mir weh.